Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik SMP. Heute mit Trivolo. Guten Tag. Und Biber Butzemann. Hallo. Wir haben einen Plan. Wir laufen heute mal nicht planlos. Nein, wir gehen heute mal in den Nether. Panik. Nein, Panik haben wir nicht. Wir sind gut gerüstet. Essen haben wir hoffentlich auch genug dabei. Ein paar Pizzen, ja, sollte reichen. Obsidian haben wir. So, Putze, wo wollen wir denn unser Portal hinstellen? Ja. Ah, da hat wieder die Speedy Gonzales-Hosen an und rennt hier durch die Gegend und ich komme nicht hinterher. Kann ich das hier auch schon mal vorbereiten? Ja. Genau. Bereite mal vor. Ja, wir gucken schön zu. Wir gucken zu. Ist das? So wolltest du es haben, ne? Ja. Wer möchte entflammen? Bam! Oh. Ah. Ihr nicht meinen schönen Weg kaputt machen. Doch, Blümchen davor. Haben wir noch irgendwas anderes reingepackt? Nein, okay, ich gehe mal rein. Ja. Du darfst den mal generieren lassen. Genau. Downloading Terra. Das kann natürlich jetzt einen kleinen Moment dauern. Nach den ganzen Folgen hier Twilight Forest jetzt plötzlich so ganz Vanilla-mäßig in den Nether ist auch sehr geil. Ja, und Vorsicht, da ist etwas Lava. Ich versuche euch da mal ein bisschen davor zu schützen. Oh, ich sehe nichts. Nein. Hier, was gibt's hier denn alles? Wieso sind hier Ivy? Ivy? Die machen dich, machen die Aua. Ja, weil ich wollte gerade am überlegen, das war Efeu, oder nicht? Ach, ja? Das? Ne, das macht dir keine Aua. Ja, das ist Efeu. Taint Soul. Was habe ich jetzt hier eingesammelt? Da hinten ist doch. Da ist doch was du immer so liebst, oder? Power Ore. Habe ich schon eingesammelt. Netherquarz, jawohl. Ah, verdammt. Alles mitnehmen. Was ist das denn hier? Netherwarzen. Boah, nehmen wir auch mit. Das Quarz hole ich mir jetzt mal. Markiert euch das Portal. Ah ja, die Geschichte. Twilight Forest, Twilight Forest lässt grüßen, ne? Ja, genau. So, ich muss hier bloß mal wieder. Warum geht das wieder nicht? Wo habe ich denn meine Voxel Map? Da. Nether. Da. Jetzt stimmt's. Hm? Waypoint. Ach, das sind noch alte. Die müssen wir rauslöschen. Das da löschen. Cinnabar. Das wirst du auch erstmal nicht brauchen. Waypoint. Genau. Hey, ich überlege gerade Cinnabar auf Deutsch übersetzt. Das ist auch Quecksilber, oder nicht? Kann gut sein, ja. Tainted Soul. Das kann ich nicht mal. Kann ich das. Hä? Tainted Soul ist eine Art von Sand. Die musst du mit der Schaufel, glaube ich, abbauen. Ja, sehe ich gerade. Was soll das sein? Das ist ja nutzlos. Ich höre da schon wieder einen meiner Freunde. Hellbark Leaves. Das ist eine Baumsorte hier. Habe ich mir gedacht. Ich glaube, die brennt nicht, wenn die in der die Nähe von Feuer hast. Ich meine, man. Wird doch. Ich weiß es nicht. Also, hier sind Force Gems. Hier sind auch schon Schweinemänner. Der Schweinebärmann oder der Mannbärschwein. Sag immer guten Tag. Guten Tag. Genau. Guten Tag. Oh, und hier ist auch gleich eine Festung. Und der Nether, der sieht auf jeden Fall sehr bunt aus. Ja. Oh, hier ist direkt der Eingang. Au, was ist das denn? Vorsicht. Was war das denn? Ich hab von irgendwas. Was ist denn das? Soul Sand, wieso hab ich da Schaden gekriegt? Hä? Ich glaube, der Schaden kommt von was anderem. Glaube ich auch, aber von was? Entweder von diesem Skelett, das da gerade auf uns zuläuft. Ne, der ist noch irgendwo anders. Ne, ich bin schon ein Stück vorgelaufen, glaube ich. Ne, komm mal zurück. Wir sind anders abgebogen. Ja, ich sehe dich. Hier sind wir direkt zur Festung. Ach so. Oh, hier ist noch Nitro-Quarz. Ich möchte ja auch mal irgendwann mit Applied Energistics anfangen. Mit meinem heißgeliebten Applied Energistics Netzwerk. Bitte. Au. Nicht gut. Brennst denn du? Da vorne sind so lecker. Lecker. Lohen. Lecker Mädchen.
Lecker Mädchen. Ja. Ja, ja. Ich glaube, ihr seid ein bisschen woanders wie ich, aber das spielt, glaube ich, keine Rolle. Waren eben kommt bei her. Dir. Ja. Sei berichtet. Oh Gott. Hilfe, Robin. Ich hab mich erschrocken. Ich war fast gar nicht zu hören, das sehe ich. Au, 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 die Lua hat mich angezündet. Nein, nicht brennen, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ist ja eigentlich ein Spawner? Dann sollten wir vielleicht ja, mal hier. Ja, hier ist ein Spawner bei mir. Weggehen. Ich bin ein Stockwerk unter euch. Ja, da bin ich runtergeplumpst, das hat mir gereicht. Ja, ich auch. Und ich brenne gerade. So. Hinweg mit dir. Ja, aber so ein Lohnspawner niemals abreißen, ne? Nee, nee. Genau. Gehen lassen. Und ausleuchten. Aber, jetzt noch einer. Aber ausleuchten oder wie man Lohnspawner ausleuchtet, wisst ihr, ne? Schon mal gemacht? Mit den 16 Glowstones? Hast du 16 Glowstone? Ich deck mal einfach ab. Nee, also mit 16, ja, normalerweise nach der Spawn-Regel mit den 16x16 dürfte das eigentlich gar nichts bringen. Wenn du den abdeckst. Eigentlich. Ja, aber dann kommen sie nicht mal an dich dran. Das stimmt. Ja. Weil ansonsten ausleuchten waren, glaube ich, 16 Glowstones. Waren mal. Ja, immer her mit dabei. Na, Junge hier. Nicht auf mich. Ich tu dir doch nichts, außer ein bisschen drauf rumkribbeln. Wenn ich so viel Nieder-Quarz in meinem Vanilla hätte, wäre ich ja glücklich. Wo seid denn ihr? Ja. Das einmal und dann ist der Bakerman. Genau. Bau hier einfach mal ein bisschen die Festung ab. Mal gucken, ob sie das mögen. Ist mir echt wurscht. Green Glow Mushroom. Eingesperrt. Ich habe jetzt einen Green Glow Mushroom. Was, wie heißt das Ding jetzt? Green Glow Mushroom. Also ein grüner Leuchtepilz. Ja, wer wird da beschossen? Und dieses Butze. Hell, du hast ihn ja gar nicht zugemacht hier. Da hatte Butze recht, dieses Hellbark-Zeugs, das scheint wirklich nicht zu brennen. Guck mal, hier ein paar Saplings davon kriegen, aber bestimmt wieder irgendwie so eine Gemeinheit kann und wächst nur im Nether oder so. Und hier haben wir noch Nether-Warzen. Genieße das Warzenknarzen. Genau. Aus irgendeinem Film ist das, aber ich weiß nicht mehr aus welchem. Huch, wer ist er denn? Wer ist er denn hier? Das ist ja wirklich der Schweinebärmann. Der Schweinebärmann? Ja. Könnte aber auch der Mannbär, könnte auch Mannbärschwein sein. Ja, so. Vielleicht reicht das an. Okay. Was ist Area Mode? Damit machst du 3x3. Ah, okay. Das wusste ich auch noch gar nicht. Ich habe versehentlich rechte Maustaste gedrückt. Ja, das kannst du einfach aktivieren, deaktivieren. Die geht dann auch ordentlich schnell kaputt. Okay. So, wo wart ihr jetzt? So, ich war eigentlich noch gar nicht außer hier ein wenig in der Gegend. Pyrit jetzt nicht weiter. Tremolo hin. Dann machen wir einfach mal eine Fackel an die Wand. Pyrit-Erz. Dass hier Ende Gelände ist. Pyrit-Erz, gern genommen. Achso, liebe Leute, falls ihr euch jetzt fragt. Falls ihr euch jetzt fragt, was bei mir jetzt nicht richtig ist, ich habe vom Bakerman ein bisschen Rubber geschenkt bekommen und ein Experienzebuch. Genau. Ja, was machst du da? Was machst denn du da? Mensch. Das ist das, was ich ja immer in meinem Let's Play anspreche. Im Nether fließt die Lava so wahnsinnig schnell, das ist anormal. Jupp. Mach mal das Loch wieder zu, genau. Hat er gemacht. Gut. Da drüben ist ein bisschen Glowstone. Ich gehe mal in die andere Richtung um die Ecke. Mal gucken, wer mich da alles beballert. Keiner? 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 Sehr gut. Weil da nehme ich dann nämlich ein bisschen Glowstone mit. Mach das. War kein Silk Touch, aber... Ach, deswegen habe ich die Glowstone extra liegen gelassen, weil ich habe gedacht, Butze hat ja hier Silk Touch drauf. Dann lassen wir das mal einfach. Was ist denn das? Das ist ein blauer Pilz. Ja, der sieht so durchlässig aus, lichtdurchlässig aus. Hier, Butze, hau den mal an. Der gerät dann noch auf dich los übrigens, ne?
Was soll das da hinten sein? Hier, das sieht aus wie hier. Kennt ihr noch Karate? Karate Kid? Karate Tiger 1? So. Irgendwie sowas? So das erinnert mich. Ja, genau. Es erinnert mich da gerade sehr an diesen Film. Das ist Knochen. Knochenersatz. So kannst du abbauen und Knochenmehl draus machen. Mhm. Okay. Genau. Falls du das willst. Das ich lässt denke, sich da hinten schnell geht's nicht weiter. Geht's nicht weiter. Gut. Ne, okay. Da ist. Ich denke da sofort dran. Wenn deine Schulter sich noch bewegt, dann sehe ich das. Genau. Ohne Scheiß, das ist sofort der erste Gedanke. Unglaublich. Aber ich muss sagen, so macht der Neta eigentlich auch irgendwie mal Sinn und gerade Spaß. Und macht ein bisschen was her mittlerweile. Ja. So, ich würde aber sagen, oh, in da die will Richtung. Ich nicht. In die Richtung, würde ich sagen, waren wir noch nicht. Ne, da hinten sind auch die schwarzen Skelette. Wither-Skelette, yeah, lass uns Wither-Schädel holen und dann lass uns den ja. Wither in eine Bottle machen. Aber, Hier, Dauerklicken, tschüss. Och Mensch, musst du da runterfallen? Kein Kopf getroffen. Der denn den Kopf? Da ist wieder ein blöder. Alter, ich hab die Taschen schon wieder so brachial voll, das ist ja unglaublich. Was hast denn du mit dem Säckchen gemacht, was ich dir hab ich dabei, Butze, hab ich alle beide dabei. Das ist alles gut. Ja, ich denk ja manchmal mit. Manchmal. Ja, manchmal. Na, die spawnst du? Krieg ich noch ein Sapling? Nein. Na gut. Nee, irgendwie Sapplings scheinen die gar nicht zu droppen, ne? Ihr spielt schon wieder mit komischen Dingen hier rum. Mit Lohn, schon. Ja. Verdammt. Da ist runter, das ist eine Wolke, geht's ne? in Lava. Ja, aber das ist eine Wolke. Ist Lava. Mhm, ich hab's gesehen. Und ich nehme hier einfach Erz mit, so der typisch Trivolo halt. Moment, komm zurück. Oh, nein. Ich weiß nicht, wo ich festhänge. Hilfe. Versuch mal hier rauf. Hier rauf. Hilfe. Hau den Block da noch weg. Jetzt? Gut. Verdammt. Das war aber. Da, Vorsicht, das sind runter. Wolken. Das sind Wolken. Die kann man einsammeln, oder? Ja, und du sinkst drin. Geh da nicht rein. Das ist böse. Ja, Vorsicht, da ist wieder einer unserer Freunde. Nein, zwei sogar. Andere Seite ist aber frei. Na komm, ich bin eine Frontsau. Hab ich schon immer gehört, dass ich eine Frontsau bin. Nicht nur du. Aua! Potsau hier. Oh, hier sind ganz viele. Ja, nee. Oh. Was denn? Irgendwie bin ich gerade. Nein, passt. Puh. Ich dachte schon. Irgendwie war da geschossen. So, Wölkchen. Ja. Ihr passt. Ey, muss mal Schweine aufpassen, ne? Oh Schweine ja. Schweine nicht hauen. Das sieht auch sehr schön aus hier drüben. Na, ihr habt ja einen übersehen. Ein was? Freund. Ein Blaze. Und ein blaues Ding. Hier ist. Oh, noch, verdammt. Ui! Da geht's steil bergab. Da hauen wir mal lieber ab. Mehr Wolken. Bleib mir. Was hast du es im Griff? Denn? Gut. Ja, ich hab's im Griff. Gut. Nicht ganz kontrolliert, aber ich hab's im Griff. Okay. Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist Aschblock. Ein Ascheblock. Na komm, der droppt Asche. Das ist eine Wolke. Cool, nehme ich mit. Aus Asche wüsste ich sogar, was herzustellen. Wow. Das sieht geil aus. Ah ne, das ist wirklich, das ist keine Wolke, das ist Asche. Das hier ist Asche. Ja. Das sieht geil aus. Also die Gegend gefällt mir. Ja. Wenn man da im Nether davon sprechen kann. Ja. Und ich habe eine Idee, was ich hier mir aufstellen werde. Für uns alle. Quarry. Für uns fünf. Nein, keine Quarry, sondern eine Pumpe. Ja, eine Lava-Pumpe. Genau. Auch wenn sie ein bisschen genervt worden sind, aber... Davon lasse ich mich nicht nerven. Seit wann gibt es Spinnen im Nether? Vorsicht, die droppen immer in den Massen. Die sind neu. 1, 2 sehe ich. Wenn du da in der Nähe bist, die haben ziemlich, also die droppen immer, ich weiß nicht woher die droppen, aber die fallen von oben auf dich drauf. Eine hat mich schon im Fokus. Hast du auch einen Bogen, oder? Ja. Aber ich sehe sie nicht. Die hängt irgendwo unten an der Wand fest. Bäum.
Eine ist tot. Ah, ich sehe sie. Oh, ich nehme hier alles mit, was ich kriegen kann, so wie immer. Aber muss ein bisschen Obacht geben, es gibt hier ein paar fiese Blöcke mittlerweile. Das sieht so aus, wie wenn Löchlein drin wären im Block und die sind echt gefährlich. Löchlein, okay. Ja. Da hier brennen vorne. Die Fußsohlen weg. Das Ding hier, das Small Grass Block, okay. Tritt da mal drauf. Ne, mach du doch. Los. Muss nicht sein. Mach doch mal. Das wollen unsere Zuschauer sehen, was passiert. Nee. Brennt er. Ich wollte gerade sagen, aber dumm wie der Trivolo ist, tritt da sowieso gleich rein, weil er nämlich hier noch mehr Asche braucht. Was willst denn du mit Asche überhaupt? Wenn mich nicht alles täuscht, das ist Pile of Ash, das ist gar nicht das. Na, toll. Wenn ich es jetzt mal gerade mache. Falsche Asche. Mit der kann man aber irgendwie, die kann man als Kohleersatz benutzen und da 9 von denen ergeben einen Kohleblock. Boah. Geil, ne? Das ist nicht die, das ist nicht die Asche, die ich brauche. Was willst du überhaupt mit der Asche machen? Damit kannst du den Fertilizer verachtfachen, glaube ich. Ach, das ist okay. Ja. Das ist aber andere Asche scheinbar. Also ich weiß, irgendeine Asche kommt von irgendwelchen Bienen. Was du machen kannst, ist, du stellst dir Piet her. Vorsicht bitte hier mit dem Graben, weil da ist nicht viel drunter. Das ist eine schöne Höhle drunter. Okay. Solange es nur eine Höhle ist und keine Lava. Also da ist Lava in der Höhle. Wenn du den in einem Ofen verbrennst, kriegst du Kohle raus. Asche. Asche, ja. Okay. Ach, jetzt. Nee, nimm du. Was ist denn Was ist denn er eigentlich für einer hier? Und die Wolke kann man gar nicht.